Ja, Leute, wie ihr seht, ist es bei mir gerade dunkel. Bei mir ist es gerade 9.34 Uhr, also ziemlich spät für ein Video. Aber es kommt eh nicht an den Tag, wo ich den Video drehe, wenn es Deutsch war. Bruh. Ich dachte mir einfach, Zeit für ein creepy Video. Bruh. Was wahrscheinlich eh nicht creepy ist, weil es ein Animation-Video ist, aber wer weiß. Und weißt du was? Lass es einfach beginnen, ich bin müde. Das ergibt keinen Sinn, was ich sage. Bruh. Mein Name ist Dan. Dies geschah vor 3 Jahren. Ich zog aus meinem Elternhaus aus, als ich ein sicheres Gehalt bekam. Ich bin Klempner und eines Tages musste ich bei jemandem zu Hause die Rohre reparieren. Dort lebte ein verheiratetes Paar und dessen Tochter. Sie war 22 zu der Zeit und 6 Monate älter als ich. Während ich arbeitete, sprach sie mit mir. Sie fragte mich, ob ich Single war und sowas und mehr. Sie sieht jetzt schon gruselig aus. Ehrlich zu sein, war sie ziemlich süß. Wir tauschten Nummern aus und fingen schließlich an, uns zu verabreden und sie zog dann sogar zu mir ins Haus. Wir waren seit 3 Monaten zusammen und die Dinge gerieten außer Kontrolle. Sie wurde andauernd wütend und schnell genervt. Sie fing immer Streit an und so weiter. Es begann sogar in der Öffentlichkeit zu passieren, was mir unheimlich... Das bedeutet, sie hat Aufmerksamkeitsstörungen. Sie will Aufmerksamkeit. Und deswegen wird sie gruseliger und gruseliger? Nope. Egal. Ich peinlich war. Eines Tages hatte ich genug und ich musste mit ihr Schluss machen und meinte, dass sie gehen und nie wiederkommen soll. Amanda war sehr angepisst. Ich weiß jetzt schon, was passieren wird. Rache oder so. Ignorierte sie einfach und sie packte ihre Sachen und How ging. Dare you? Dachte ich. Nach diesem Tag tauchte sie andauernd bei mir auf, belästigte mich, schmiss Steine an mein Fenster und so. Ich rief die Polizei mehrere Male, aber sie war weg, sobald diese auftauchten. Ungefähr einen Monat später. Das ist gruselig. Immer wenn ich von der Arbeit kam, fand ich sie im Haus vor und sie schrie mich entweder an, zurückzukommen, oder sie schrieb Dinge an die Wand wie, komm zurück oder ich bring dich um. Die Schrift war mit einem Stift, dann mag... Stellt euch vor, ihr hättet so ein Ex. Das wäre gruselig, wow, chill. Und dann irgendwann mit Blut geschrieben. Ich meinte es ernst mit dem Blut. Diese Irre hat meinen Namen einige Male in ihrem Haus. Oh, sie ritt sich, ne? Sie kam nur ins Haus, weil ich vergessen hatte, ihr die Hausschlüssel wegzunehmen. Rückblickend war ich ein Idiot, ich weiß. Diese Irre wusste, wo meine Eltern wohnten und tauchte eines Nachts... Boah, sein Ex weiß sogar, wo die Eltern wohnen. Das ist gefährlich, Mann. Bei ihnen auf. Meine Mutter bekam beinahe einen Herzinfarkt, als sie vom Klopfen eines Messers am Fensterglas geweckt wurde. Als sie Amanda dort stehen sah, starrte diese sie mit einem psychotischen Lächeln an. Amanda tat einiges, was mir wütend Probleme machte, also entschied ich eines Nachts bei meinen Eltern zu Hause zu bleiben. Es war ca. 2 Uhr morgens, als ich ein Klopfen am Fenster hörte. Ich drehte mich um und sah, wie Amanda mich direkt anstarrte. Ihre Augen waren rot, Augenringe und ein breites Lächeln. Ich ging raus und fing an zu schreien, dass sie mich und meine Familie in Ruhe lassen soll. Aber sie kreischte sich die Lungen aus und griff mich mit einem Messer an. Ich schlug ihr direkt ins Gesicht. Ja, Mann, sowas von verdient. Ich rief die Bullen und stellte sicher, dass Amanda nicht aufwachte, bis sie ankamen. Sie kamen schnell, während Amanda noch bewusstlos war. Sie fanden meine Schlüssel bei ihr und sie wurde verhaftet und für eine lange Zeit eingesperrt. Nachdem Amanda verurteilt wurde, zogen wir alle in einen anderen Staat, weil wir so weit von ihr weg wollten. Hätte ich auch gemacht. Denn sie wird irgendwann wieder auf freiem Fuß sein. Ich kenne dieses Lächeln. Aufpassen. So, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert, wenn ihr neu seid. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao, Leute!